Ich sehe schwarzes Bildschirm. Und zwar immer noch. Ah, jetzt. Oh Gott. Mir dauert es länger. Das sieht ja aus nach einem Shitfest. Ja. Oh. Checkpoints hat man auch nicht. Soll man hier überhaupt auf der Map bleiben? Oh Gott. Nee, das wird nix. Ich glaube, wenn man so einmal in den Flow reinkommt, dann hat man's. Aber man kann in so einen Flow reinkommen, glaube ich. Also ich habe noch nicht rausbekommen, wie. Ja, ich krieg das auch nicht wirklich hin. Lande halt immer dann, wenn ich gerade so dabei bin, reinzukommen, lande ich genau dann auf so einer Rampe hier. Ich habe keine Ahnung, wie man das angehen soll. Das ist für mich reines Glück. Hm. Das wird ein No-Finish, das geht wieder gut los hier. Jetzt aber auch immer gefinished, aber ich weiß nicht, ob man das hier safen kann. Ich habe noch nichts gefunden. Ich meine, man könnte das safen, wenn das nur normale Rampen wären, aber Booster? Guck mal, was am Ende ist. Vor allem, wenn du einmal so schräg ist oder so, man kann wahrscheinlich auch das Finish überspringen oder eine Seite vorbei oder so. Ja, das Problem ist halt, wenn du einmal schräg bist, bist du da direkt tot und dann springst du direkt an der Seite raus. Oh, einmal. Jemand war gerade rückwärts gefahren, das sah gut aus. Ja, ich hab's auch jetzt rausgekriegt, dass es rückwärts am besten ist. Ich aber auch solche Sachen halt immer erstmal vergesse und nicht direkt daran denke. Ja, ich habe halt auch gar nicht dran gedacht, dass das. Also jedes Mal, als ich da eben rückwärts gekommen war, hat das nicht so. Also ich bin fast runtergeflogen jetzt mit dem Rückwärtsfahren. Ich habe das. Ja, es ist immer noch nicht einfach. Ich habe das gerade so gesaved. Ich bin kurz vorwärts wieder gefahren und dann habe ich mich wieder umgedreht. Meine Frage. Nein, bitte jetzt nicht verkacken, direkt vom Ziel. Was ist direkt vom Ziel? Wow, Fabian auf Platz 4. Ich bin halt die ganze Map dann released. So. 57, krass. Nee, es war Vollgas rückwärts. Lange Zeit hat es auch gut geklappt. Dann einmal bin ich halt auf zwei Räder gekommen, da war es vorbei. Ja, hast du dann mal welche von diesen Rampen übersprungen? Einmal am Start, ja. Ja, das hab ich dann halt nicht. Ich habe dann wahrscheinlich einfach einen viel langsameren Start gehabt, aber ich bin zufrieden, wenn man das überlebt. Aber der Save von mir, das müsst ihr mal VOD angucken. Das war so knapp. Das war so knapp. Also, ich war echt überrascht, dass ich das noch gerettet habe. So. Ich war an der Seite schon mit zwei Rädern runtergefallen, mit den beiden Hinterrädern. Und stand aber so, dass es vorwärts mich wieder geboostet hat. Das war so knapp. Ich schätze mal, hier ist... Eine Kamera oder irgendwas. Bitte eigentlich.
machen. Das heißt TM 2006. Er wollte also eine Strecke bauen mit nur den Blöcken von damals. Ja, aber ist das dann eine Shitfest-Map? Eigentlich nicht. Ich meine, man kann hier überall overwallen, glaube ich. Also Matt ist einfach mal 2 Sekunden vor mir. I did the overwall. Ja, natürlich tut er das. Also, die Frage, muss man es am Ende machen? Also hier könnte man theoretisch auch, aber ich glaube hier auf dem Rasen bringt es nicht so viel. Strategie. Eigentlich noch keine Ahnung. Ich werde nicht die Overworld probieren. Und von rechts rein dürfen mehrere Neos als. Und warum bin ich noch so nah und hab so eine gute Position, obwohl ich gecrashed bin? Das ist doch mal nervig zu sehen. Das wird gar nicht passieren. Ich hab 3-mal gehupt in der Runde. Wo warst du Samstagabend? Ja, da hatte ich immer noch Besuch, Maxi. Da haben wir eine Strecke gebaut, die ich gerade hochgeladen habe. Aber ich habe gesehen, dass du gewonnen hast. Nice, nice. Ja, Lars, ich habe es schon von Ozun erzählt. Der war ja hier im TeamSpeak. Ich war mit Fabian Susi auch auf einer Kartbahn. Die Kartbahn, die praktisch in der Nähe von Leipzig ist. Und ich muss sagen, die ist richtig gut an sich. Hat sehr interessante Kurven, war Teil Indoor, auch Teil Outdoor. Und schnelle Karts. Sehr unterschiedliche Kurven, berghoch, bergab, schöne Dekoration, auch mal durch eine Unterführung und so weiter. War an sich ganz nice. Ich glaube, jetzt hier nicht für den besseren Fuß gehen. So also passt jetzt schon ganz gut. Nur. Ja, ich habe natürlich gebremst, ne? Kommen da so viele einfach so mega schnell einfach drüber. Das hier wird der Podium Jump, ja, weiß nicht. Ich glaube, den werde ich nicht hinkriegen. Habe ich mir so das Gefühl. Das sind aber gut. Nur ups. Ich liege auf der Seite von. Ah, jetzt auf dem Dach direkt vom Ziel unter Engine Killer Wirkung. Hm. Naja. Wow, ich habe gerade den Magneteffekt nicht bekommen. Bei diesem ersten Update da. Ich habe den einfach nicht bekommen. Bin einfach so hochgeflogen, weg. Schon wieder. Ich hab Angst. Dann bremse ich halt jetzt jedes Mal. Toll.
als wenn ich noch nicht genug langsam genug fahren würde. Wow, ich hab Smooth bekommen. Ha. Ja, ich hab's überlebt, aber wir beide waren da jetzt gerade gleich schnell in den TP gekommen. Wir beide um irgendwie 900 oder so. Oh, hier gab's einen Cut. Und die kriegen nur mich, nicht dich. Wow. Oh nein. Nee, nur wegen Gobert. Aber ja, ich habe das auch tatsächlich überlebt, nur halt nicht smooth. Ich bin dann gegen den Checkpoint geknallt. Ja, ich bin da halt echt perfekt durch. Das hat mich überrascht. Yo, Samiris. Mit einem weiteren Sub schon wieder. So schnell geht das. Es kommt mir immer so vor, als ob du das täglich machst. So fast. Oder einmal in der Woche. Danke, danke. Ach, du hast dich ja auch Marius dann genannt. Ja. Ja, ich ändere das jetzt nicht. Bis klar ist, was ich, in welches Team ich als nächstes gehe. Volle Kamera. Ich habe überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung. Ich habe das eben gefunden gerade, aber... wie drehe ich die nochmal? Gar nicht. Es geht mit Steuerung, aber halt nur im Replay-Editor oder so. Hier geht das nicht. Das geht gar nicht? Ja, echt nervig finde. Ich hätte es gedacht, dass es geht. Okay. Ja, natürlich nicht, warum auch? Von hier von der Seite. Ah, vielleicht eine Idee, nimm den. Ach nee, doch nicht. Warte mal. Drop. Ah, man holt sich den ersten, respawnt. Ja. Und dann fährt man rückwärts. Nee, warte, rückwärts geht ja gar nicht. Kommt man da nicht durch? Keine Ahnung. Nee. Shit. Zeit wird knapp. Ja, aber man kann so zurück den holen und finishen. Das müsste doch gehen. Das ist irgendwie... Warte, wie hast du es gemacht? Ich springe nochmal auf den Kringel drauf mit einem Respawn und dann wende ich da drauf. So, ja, stimmt. Ja. Das hätte ich jetzt nicht auch gemacht, aber ich hätte gedacht, dass es da irgendwie noch einen besseren gibt. Ja, das war mir sowas von klar, dass ich da jetzt runterfall. Hä? Was? Warum fall ich runter? Ich fahre nochmal runter. Das wäre ein zweiter Platz auch gewesen, wenn ich nicht den extra Respawn gehabt hätte. Das Sub-System von Twitch ist weird, wenn man offline subbt. Ja, mir kommt das auch so vor, dass mich dieselben Leute mehrere Male dann subben. Ich frag mich, ob es mir was bringt oder ob das dann einfach nur nochmal das Announcement gibt. Aber ja, es ist immer wieder schön. Wäre ziemlich blöd, wenn so ein Bug dann einfach zweimal 5 Euro aus deren Tasche ziehen würde oder so.
Kickflip. Ah je. Verfahren. Man hatte nur eine Minute. Aber man muss hier in Camp 3. Oder. Ja, Camp 2 funktioniert natürlich. Toll. Oh mein Gott. Ich wollte Speedslides machen. Ich rate davon ab. Alles klar. Na okay, man. Oh Gott, da war eine Ecke. Man sollte sie vielleicht doch machen, aber dann keine langgezogen, so wirklich nur ganz, ganz schnell zickzack. Also das sollte etwas sein. Ich kann ja halt sowieso nicht, weil wenn ich Speedstyles mache, dann drücke ich immer auf meinen Controller und dann wechsle ich zu Cam 1 und dann sehe ich nichts mehr. Ich glaube hier. Sollte man vielleicht bremsen bei dem Flip? Ich war davor gecrashed, also. Kann ich es nicht sagen. Ich glaube vielleicht, weil ich war jetzt halt 14. hinten schon. Wenn man einfach nur gerade ausfällt, ist hier nur Bandem. Ich werde ein bisschen bremsen. Mhm. Mach ich's auch. Aber halt einfach nur, weil ich so weit hinten war. Ich weiß nicht, ob du weit hinten warst. Ich natürlich nicht perfekt airbreaken wegen Camp 3. Oh mein Gott! Da ist ein Checkpoint, den hab ich verpasst. Scheiße. Ah, da hab ich ja gar nicht drauf geachtet. Ja, RIP. Na, ich bin jetzt ein Zehntel schneller gewesen als beim anderen, aber immer noch nicht so gut. Na, fuck it. Aber niemand in den Top 10 scored hier gut. Dann war das vielleicht echt einfach nur Luck. Also ich hatte die Bremse auf jeden Fall. Und ich meine den Top 10. Ja, ich 23. Und jetzt der beginnt oft. Der beginnt oft schlecht. Aber ich hatte noch nicht einmal einen schlechten Flip. Also der mit Bremse war der. Der fühlte sich gut an. Aber danach, ne, wollte ich ganz rechts an diesen Obstacles vorbei und plötzlich sehe ich, da ist ein Checkpoint. So schnell konnte ich nicht mehr reagieren. Der war sofort an mir vorbeigeflogen, der CP. Na. 11 Sekunden. Hier wird man sicherlich nichts sehen können in Cam 7. Und kurz habe ich mal was hier aufflackern sehen, wenn ich so bewege die Kamera, aber. Ja, ich habe gesehen, dass die Sterne weggehen, so. Sternenbild. Sternenhimmel. Oh. Ja, das ist ja ähnlich. Oh Gott, es ist schnell überleuchtet. Na, okay. Oh, der ging nicht. Jo, das ist ja interessant. Ja, es geht nur um diese eine Kurve da, die Frisbee zu kriegen. Geht sie Vollgas? Weiß ich noch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir Bremsen irgendwas bringt. Auf jeden Fall so weit rausfahren wie möglich. Aber, ja, so ganz raus habe ich es nicht. So noch einmal testen. Aber wirklich getroffen habe ich die jetzt nicht ein einziges Mal. Nee, driften auf keinen Fall. Na, ich habe jetzt eine solide Runde mit ein bisschen vom Gas gehen. Ja. Na, jetzt bin ich viel mehr vom Gas gegangen. Ja, ja. Scheiße. Ach Gott. Das Auto hatte Untersteuern. Hat einfach nicht eingelenkt. Ja, aber das ist halt auch irgendwie komisch. Hier sieht man das gar nicht. Ja. Hier sieht man gar keine Blöcke. Ja. Ach so. Ist ganz woanders eigentlich. Das ist mit einer Kamera. Oder so. Ja, keine Ahnung.
ist auf jeden Fall noch relativ knapp hier alles. Aber wenigstens haben wir diesmal einen besseren Start. Ja. Oh, cool. Oh, ich kenne die Map. Oh, ich habe dieses Spiel geliebt. Der eine Sprung, der sieht schwierig aus, aber cool. Wo sind denn hier die Piranha-Pflanzen da? Bei diesen Wänden. Bei diesem Warwide-Part. Da sollten eigentlich noch so Feuerringe sein und so, wo man hier durchspringt. Na, dann schauen wir mal. Na, gut zu wissen, dass ich Erster bin. Da habe ich wohl den Start verstanden. Das ist auf jeden Fall anders. Massa ist hier. Ja. Die haben TMGL gespielt. Hä? Die hatten TMGL gespielt. Spam. Dann ist er halt mit Charlie. Soll dieses Grüne hier eine Piranha-Pflanze sein? Das ist ja eine richtige Dirt-Deck, ja. Ein paar Dirt-Deck. Was läuft? Ich hätte gerade richtig komisch mit Glück da gerade. Irgendwie hat man hier komischen Glück, habe ich das Gefühl. Ja, das ist kein Dirt auf der ersten Hälfte der Map. Ja. Noch mal diesen ersten Sprung dann am besten. Toll, gerade wo ich es probiere, kriege ich einen mega Freeze. Ja, ich auch. Ich hatte ihn auch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es gut war oder nicht. Sollte aber wohl gut sein, wenn ich da ein bisschen weiter rausfahre. Die AT ist genau eine Minute auf den Punkt. Cool. Ich bin geflippt. Auf der Landung. Ich bin eigentlich relativ gerade gelandet, aber ich bin einfach geflippt. Ich glaube, diesen letzten Booster. Oh, fuck. Ich war relativ weit vorne. No way! Ich keine Ahnung, wie man das aufhalten soll. Ich bin im letzten Sektor vom Platz 3 auf 7 zurückgefallen, weil mich der Booster so richtig nochmal geslowt hat vom Ziel. So sehr wie in keiner anderen Runde. Ja, das ist irgendwie komisch. Ich bin da auch immer fast gefilmt, bin immer mit super viel Speed drüber und jetzt sind direkt vom Ziel, ich mach so Interface an, sehe so, oh, letzter Checkpoint auf Platz 3, das sieht doch gut aus, ne? Und da verliere ich einfach mal 8 Zehntel so. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich da bitte flippen konnte. Auf mein Dach natürlich.
Also ich bin in jedem anderen Versuch, der mich nicht geslowt hat, bin ich auch nah am Flip gewesen. Ich bin in der Lap 1 jetzt hier, bin ich sogar vom Gas gegangen. Dann bei der Landung, dann bin ich nicht überflippt und hab sofort Bremse und irgendwas gedrückt. Einfach machen 27 Sekunden. Ach nee. Ist noch irgendwas? Was spricht dagegen, oben zu bleiben? Ist denn unten irgendwas? Naja, es. Ja, okay. Ja. Ah, da ist ein Bump. Okay. Ja, ja. Aber es wirkt halt so, als käme man vielleicht drüber irgendwie. Und dann spricht der Bump dagegen. Ich mein. Oh, da ist ja auch ein Bump. Achso. Ah, das wusste ich nicht. Bumps sind gar nicht gefehlt. Jo, ist das ein CP hier? Wahrscheinlich. Gibt es den noch irgendwie anders? Nee. Ja, da habe ich noch einen. Ach so, man muss zum Multilab, um zu finishen. Dann einfach da ganz links. Den CP. Dann da umdrehen. Reins. No! Oh Gott. Jetzt hat man jetzt ziemlich wenig Zeit. Bin ich jetzt auch überfordert. Mein Auto ist nicht gestartet. Ich habe Gas gegeben. Das ist dieser alte Bug, den hatte ich ja seit Jahren nicht mehr. Dass ich Gas gebe und dem Spiel ist es egal. Ich musste dann nochmal neu Gas geben. Ich bin auf dem CP gelandet. No way! Ah! Es hätte so gut sein können, ich war Erster. Dritter noch. Wow. Ich hab, glaube ich, so auf jeder Map bis jetzt bin ich immer so in diesen. Gerade so über 10 Punkte Position. Bist du einmal Dritter, wo du Erster warst? Keine guten Positionen. Immer, aber halt immer konstant, so wie dieses eine Shitfest bei dir. Ja, aber ich glaube, du scorst ein bisschen besser als 10 Punkte im Schnitt, weil du bist ja dafür doch relativ weit vorne in der, im Gesamtranking. Ja, ich hatte ja diese eine mal 23 Punkte und wie gesagt ein bisschen höher. Ich meine, immer, ich kriege immer so 12 im Dreh. Manchmal auch 13, 14. Und man muss hier Bock irgendwie unter die Map. Kommt man hier unter die Map? Indem man da respawnt bei dem CP. Ah, der. Ja. Ja, dann ist ja die Route ziemlich weit. Kann man nicht weit draußen fahren? Ja. Okay, nee, warte. Jetzt habe ich es doch nicht so ganz kapiert. Jetzt bin ich doch ahnungslos. Man kriegt den ja gar nicht so. Weißt du jetzt, wo es lang geht? Doch, klar, respawn. An welchem CP? Den ersten, der, wo, bei dem man ganz geradeaus hinkommt. Aber man nimmt erst andere CPs, schätze ich mal. Ja, klar. Gut. Jetzt kannst du eigentlich respawnen.
Mann zumindest. So viele Leute besser haben. Ich bin halt schon wieder Elfter, was sind das für Punkte? 12, sag ich doch. Ich hatte wahrscheinlich nicht die schnellste Linie. Bist wahrscheinlich dann am Start nicht über den Rasen gefahren, oder? Über den Rasen bin ich nicht gefahren, nee. Stimmt, hätte man machen können, ja. Das ist der Fehler. Aber ich frag mich dann trotzdem, warum ich so weit hinten bin. 3 Sekunden immer noch hinten. Ich war das jetzt mega safe genommen. Ich wusste jetzt nicht, ob man bei diesem einen CP da dann respawnen könnte. Der in der Mitte. Und damit hätte ich dann wahrscheinlich auch so viel verloren. Player race cuts to the left the server. No. Bremsen für den Guss. Hatte ich eben nicht gemacht, aber ja. An der Seite vorbeispringen, vielleicht. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich gut. Hier mal. Den Strich. Okay, das hat nicht gereicht. Ich werde an der Seite vorbeispringen. Sonst gewinnt man hier nicht. Aber du vielleicht, wenn du bessere Neo-Sites hast als ich. Oder werde ich wahrscheinlich schon eine halbe Sekunde verlieren. Ich hab den letzten verkackt. Ich muss auch Seite springen. Das wird dann wahrscheinlich trotzdem nichts Gutes. Naja. Scheiße, ey. RIP. Und wie viele Punkte sind's? 10. Gerade wo es anfängt mit 10. Ne? Mit dem 13. Platz. Ach Mensch, auf so einer Strecke muss ich doch besser abschneiden. Ich hatte halt ausgerechnet den letzten verkackt. Ich hatte null Geschwindigkeit den ganzen Berg hoch. Also es war wirklich so arg langsam. Das hat Sekunden gekostet. Also bei mir lädt das hier nicht gerade. Ja, ja. Aber wenn es 15 Maps sind und ich habe 120 Punkte und es fühlt sich so an, als hätte ich immer 10 Punkte im Schnitt, dann kommt es bald zum Ende. Noch 3 bis 5 Maps. Na, es geht ja auch meistens relativ schnell vorbei. Start, aber man fährt die Treppe hoch. Dann nochmal die Treppe runter oder was? Ich
glaube einmal Treppe hochfahren, dann nochmal Treppe runter. Und man sieht hier natürlich so gut. Hat er hier einfach Simplify Mesh gemacht? Das wird ja eigentlich sonst so wie lange dauern, das hier so zu bearbeiten. Ich kann dieses eine Loch da nicht befassen. Ja. Na, ich bin mal gespannt, was das wird. Okay. Verstehe ich nicht. Verstehe auch überhaupt nicht, wie man da so schnell fahren soll. Ich meine, wo soll ich da 3 Sekunden verloren haben? Oder wie sollen so viele 3 Sekunden schneller gefahren haben? Ja, die Berghochspirale, das war das, wo ich eigentlich nie den Bogen raus hatte. Das fühlte sich immer schlecht an. Danach war ich auch schon direkt 2 Sekunden hinten. Aber ich hatte da halt mal probiert, irgendwie zu releasen oder bremsen, aber es fühlte sich immer schlechter, als einfach gegen die Wand zu fahren. Ach, vielleicht irgendwie sowas. Kamera fest. Oh. Das ist die Map. Die Map sah ja ziemlich cool aus, ja, von oben. Auch normal zu fahren. Immer dieses, wo einfach keine Kamera ist, ey. Ach, warte mal. Ja, ich weiß was. Das wechselt auf die Kamera 7. Ja, wie? Mit dem Kameraskript? Muss wohl. Aber man hat so wenig Zeit auf der Map.
Ja, es ist nur 30 Sekunden lang. Ich lege meine Kamera 7 hier an den Start. Ha, das funktioniert. Funktioniert sogar gut. Das werden keine 10 Punkte. Wo ich den Wann eigentlich gut fand. Oh doch, es sind immer noch 10 Punkte. Ich habe 11 Punkte. So, yay. So eine schlechte Position, aber trotzdem sind es 10 Punkte. Das ist echt nervig. So. Du kannst 12. sein, du kannst irgendwie 22. sein und du kriegst trotzdem 10 Punkte. Ja. Halt wieder einen dämlichen Fehler drin. Oh, Yannix. Scheiße, Mann, ist das eng. Ich habe jetzt seit, also die erste Hälfte Shitfest war sehr gut, die zweite Hälfte ist halt jetzt auch nur so mäßig. Es sind auch bei mir ständig 10 Punkte, 8 Punkte, 10 Punkte, 10 Punkte. Mhm. Und auf Strecken, wo halt mehr drin sein müsste, weil eigentlich sind die Strecken heute gar nicht so übel, aber... Ja. Wie soll man den Sprung denn schaffen? Ja, vielleicht sieht das doch ein bisschen schwieriger aus, als es eigentlich ist. Uff. Double Wallbang. Dann einfach ins Ziel. Hm. Kann man da bremsen, damit man den früher kriegt? Weil halt nicht respawnen muss. Mensch. Ah. Eine Stelle entscheidet's. Hm. Naja, ich glaube, nee, die sind doch mehr. Ich finde den ein paar mehr schwierig. Nee, niemand hat den Start schnell gemacht, aber ich... Scheiße, Mann, ich hab's nicht. So quasi so schlecht wie eben möglich geschafft. Hä? Was ist das hier für eine Platzierung? Hä? Das ist so quasi einer meiner schlechtesten Ones, dieses Shitfest. Meine schlechteste Performance so ziemlich. Und ich bin plötzlich Dritter. Du musst es ja nur verstanden haben. Ja, ich hab doch das nicht verstanden. Was soll ich denn verstanden haben? Ja, bei mir war das absolute Glückssache, ob die eine Stelle klappt oder nicht. Welche Stelle denn? Die 90-Grad-Kurve um die geblockmixten Booster. Nein, das ist doch gar kein Luck. Warum denn? Du fährst doch einfach nur ins Wasser, um dich zu bremsen. Ja, oder kam ich nicht über die Backboosts hoch? Na, das... Dann darfst du halt nicht zu weit ins Wasser. Ich war auch... Bei mir war das auch richtig knapp. Ich war halt auch so auf der Höhe von dem Ring. Deswegen war es halt auch so schlecht bei mir. Weil das so langsam war bei mir.
Ich hatte halt einmal im Warm-Up gut, aber das war halt nichts, was ich jetzt hätte konstant machen können. Es hat auf jeden Fall richtig jetzt wehgetan, so. Du hast gut getan? Ja. Den war eigentlich noch zu weit weg. Ich wollte schon Siege, um da irgendwas zu reißen. Was für Witch Finish, decide. Ich habe nur ein Ziel gesehen. Also, ich sehe noch andere, aber kommen wir noch nicht hin. Letztes Mal, das kann man es gut finden. Oh Gott. Gibt es noch andere Ziele oder nicht? Nein, es gab eins unten, aber das ist ja viel zu weit weg. Ich sehe nichts. Ich weiß auch gar nicht, gewinne ich in Wormwood. Ach, ja. Das, da oben. Ah. Jetzt bitte smooth. Ein Landepack. Sehen, ob das Drehen in den Checkpoint sich gelohnt hat. Na, scheiße. Ja, RIP, das war's jetzt. Ich hab zu wenig gebremst beim Ziel, dann musste ich halt auf die Seite springen da. Hey, 10 Punkte, cool. Ich hab halt dooferweise dieses Ziel nie gesehen gehabt. Bis zur letzten Sekunde. Welches Ziel denn? Ja, das oben, das hatte ich nicht gesehen. Ich bin direkt zu dem unteren Ziel gesprungen, dann habe ich gespawnt, dann habe ich... Ach, aber da ist doch ein Pfeil auch drauf. Ja, ich bin da ja nie hingefahren. Ich hatte dann mit der freien Kamera nach dem letzten Checkpoint geguckt, ob vielleicht unten auf dem Rasen noch was ist und so. Und erst ganz am Ende vom Warm-Up sah ich es, dann konnte ich es nicht fahren. Bin ich jetzt halt in die Mitte zurückgesprungen und da war halt eine Lücke. Naja, da musstest du, das, weil man musste ja auch richtig viel bremsen, um den Sprung dann überhaupt noch zu schaffen. Leider ist jetzt der Sieg weg. Ja, der ist schon echt weit weg. Hier nochmal 174, 175, hallo, Susi. 180 und 185. Hallo, hallo Susi. Moment, das ist Magnet. Da muss ich dann... Schwer zu sagen. Jo, nette Lücke. Es ist... No, oh scheiße, das war falsch. Ich habe mich gefragt, meinst du die Lücke, wo ich gerade bin? Kann doch gar nicht sein. Ich dachte, das ist ein Sprung der Wallride. Oh, bist du erst? Ja, bei die Lücke dachte ich, dass du die meinst. Ah, finde ich okay. Ach so. Ja, hier will ich auch überall falsch fahren. Ja, hier
Wäre schön, wenn es ein Warm-up wäre, weil die so einfach ist. Aber so offensichtlich, was man machen muss. Ja, gut. Naja, hier ist jetzt die Frage, was macht man da am besten? Ring-Checkpoints am Start, da musst du ja irgendwie runter. Wie überlebt man das am besten? Oh, scheiße. Ja, eben habe ich das gut hinbekommen, wo jetzt gar nicht mehr. Ach, scheiße. Ah, alles schlecht. Hier werde ich sterben gleich. RIP. Der Rest war ja einfach. Ja, nee, doch, ganz gut. Natürlich kann man da zu schnell sein. Mann, da ist doch auch ein Baby und alles. Scheiße. Fuck. Das ist wieder nur so 15 Punkte. Das hätte ein Sieg sein müssen. Oh, fuck. Das war so ein Millimeter oder so. Aber ich habe da natürlich gereleased in dem Sprung. Aber ich hatte ja schon Baby. Da hat er nichts gemacht. Mingo Bär holt sich hier den Sieg. 30 ja, Punkte. Yannex und Kepi mit 10 Punkten bleiben auf ihren Positionen. Ich werde wieder Vierter, so wie letzte Woche. Aber letzte Woche habe ich viel aufgeholt, dieses Mal lag ich halt vorn. Ja. War das die letzte Woche? Ja, ja, das hat er schon geschrieben gehabt. Und ich habe bin Punkt gleich mit einem. Cool. Und es endet auf 89. Ich werde als Siebter angezeigt jetzt plötzlich, ja. Und Matt ist aber hinter dir. Ja, toll. Am Ende hat Matt aber wieder mega aufgeholt. Hat er gewonnen, dritte Plätze, zweite Plätze, so am Stück. Gut, dass es jetzt endet, weil ein paar Maps mehr und er wäre plötzlich wieder vor mir gewesen, so wie es jetzt lief. Ja, könnte auch in einer Map passieren.